Jo, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Medal of Honor Airborne. Ja, wir sind jetzt. Oh, ups, ganz gut vorangekommen. Wo ist denn die Granate? Aha! Jo! Jetzt frage ich mich auch gerade. Wie kann man. Das gesehen, ey. So, okay. ja. Das sieht sehr gut aus. Wir haben anscheinend das hier auch jetzt endlich freigeräumt. Das war auch ein mieser Posten hier, ey. Wahnsinn, hat der mich Nerven gekostet. So. Habe ich das hier eigentlich schon freigeschaltet? Ja, das habe ich schon freigeschaltet. Gut. Wir hören immer noch viel Geballer. Aber eigentlich dürfte doch fast nicht mehr viel hier sein. Jetzt müssen wir nur noch zum Bunker hier hoch. Ah, hier ist noch der Absprung. Das möchte ich mal gleich aufsuchen, hier diesen Punkt. Das ist der Beobachtungsturm. Wir müssen rein. Oh, bleib mal ganz cool. Hier oben sieht es jetzt gerade nicht gerade sicher aus, aber drinnen im Bunker ist alles voll. Hier ist nochmal einer. Haben wir jetzt eigentlich alle? Ich glaube, das sind die Sterne. Hier ist auch alles geschafft. Alles leer. Perfekt. Achso, ja, das war hier auch, wo wir gekämpft haben. Oh Mann. Ja. Ja, ja, bleib mal ganz locker. Ich komme da schon. Komme ich hier auch rein? Nein, natürlich nicht. Wäre auch blöd. Du bist tot, nicht getroffen, mein Freund. Hier noch jede Menge. Ah, ich muss kurz mich mal den Kopf kratzen. Oh, verdammt. Jo, ich weiß, das ist nicht gerade die schlauste Waffe. Der Oberkämpfer, habt ihr gesehen, Alter? Wie er einfach jeden umgeboxt hat, der da hochgehen wollte? Oh Mann. So, jetzt finde ich hier auch jede Menge Granaten. Oh, kurz mal wieder am Kopf kratzen. Sorry, ey, ich weiß nicht, heute irgendwie. Ah! Also, die meisten gehen das jetzt noch, nur noch über mir. Hier scheint es eigentlich alles recht sicher zu sein. In einem deutschen Anzug. So, wir sind fast mit der Mission fertig. Wahnsinn. Auf der Karte sah das gar nicht so intensiv aus, aber also auch nicht so riesig. Aber wenn man hier so kämpft, das ist doch schon ganz schön eine große Sache. Wow. Ach du Scheiße, viel. Oh! Du Arsch! Was war mit ihm, Alter? Yes! Auch hier haben wir das zweite Level erreicht, sozusagen. Katz-Kompressor verleihen. Geringerer Rückstoß. Na, das braucht diese Kack. Oh, aber auch definitiv. Ach, hier! Das war ein Feind! Alter. Ziel neutralisiert. Ich wiederhole.
Phase Mathe vor und scheiden Sie alle überlebenden Truppen aus. Koordinaten Alpha 16. Guck mal, da ist noch jemand. Toll. Oh! Ist das ein Scherz hier? Und wie treffe ich mit der Waffe nicht? Okay, wir gehen einfach runter und kümmern uns manuell um den Typen. Und zwar mit der Faust. Nein. Kann ich hier einfach raus? Ach ja. Sollte ich wahrscheinlich auch. Hey, ging's hier vorher? Na egal. Wow! Kommst du denn her? Eine Fresse. So, hier ist rechts irgendwo wer? Hä? Ja, das weiß ich, aber... Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hier im Bunker. Ich hoffe, das ist weit genug weg. Ja, ist er. Jo, perfekt. Ich denke, wir machen die Thompson jetzt erstmal fertig, weil das passt gerade einfach sehr gut. Oh, okay, alles klar. Tatsächlich, hier ist auch noch einer. Wir verstecken es nicht, mein Freund. Hier scheint ein... Oh, hallo! Nee, nee. Jupp, das war's auch für dich, mein Freund. Aber ich gehe, denke ich mal, doch von unten hier rein. Das macht... nämlich ganz gut Sinn. Diese Mulden sind zwar sehr praktisch für diese Leute, aber ganz ehrlich, wenn hier mehrere Leute reinkommen, die sind hier zu Tode verurteilt. Du kannst echt damit rechnen, du bist... Oder du kannst wissen, du bist tot. Weil wenn hier mehrere kommen, das überlebst du nicht. Die brauchen ja nur Durchstimmung. Verdammt, du Arsch. Ja, ich könnte diese Funktion auch verwenden, aber das ist mir immer zu ungenau. Jetzt mache ich es aber trotzdem. Heißt der Waffe? Was ist das für eine? Immer wieder die G43, ey. Und hier ist jetzt, glaube ich, das letzte. Nee, ach, jetzt ist die Tür. Ach so, okay. Oh Mann, ich bin einmal im Kreis gelaufen, aber ist doch egal. Ist das doof. Oh Mann. Gehe hier immer noch besetzt? Ja. Wenn, hätte ich es wieder unbesetzt. Oh! Ah, das ist nicht voll. Auch ziemlich doof, dass sie das MG nicht nochmal besetzt haben. Oh, was? Ich dachte, er ist tot. Der hat das überlebt. Wo ist der denn? Der ist genau da. Ist aber ein Schlauer, ey. Ich hab immer genau gewusst, dass ich gerade um die Ecke komme. Alles voll, ey. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen wummern. Upsa, komm mal her. Ja, das hilft, würde ich mal so sagen. Oh, hi! Ja,
Ich habe so viele Granaten, deswegen wollte ich mal jetzt ein bisschen. Wir müssen ja auch Level up langsam werden. Okay. Rechts sind zwei. Das ist auch ein bisschen leider Gottes nicht so gut geregelt, dass man die Karte erkennen kann. Finde ich natürlich sehr praktisch. Aber unrealistisch. Wo ist der? Hat er sich nochmal in einen anderen Raum verpisst? Wie gesagt, ohne Karte hätte ich das jetzt nicht gewusst. Aber irgendwie ist das blöd, dass wenn ich... Kann ich das abstellen? Ich muss mal gucken. Kompass ist aber... Boom. Egal. Dieser Abschuss geht dann wohl auf die Navy, hä? Huh? Das ist ein Offizier. Wir müssen diese Brücke erreichen, bevor noch mehr Männer an Land gehen. Ja. Wir rücken langsam vor, aber seid vorsichtig. Holt sie euch der Reihe nach, was? Wir gehen da runter? In die Gräben? Natürlich! Wir sind Luftlande... Na klar! Viel Spaß. Ich schau mich noch mal kurz hier hinten um. Oh, gib mir mal auf den Weg. Ist das nicht euer Ernst, Alter? Habt ihr gesehen, wie voll das war? Stellt sich hier, sind die eh alle gleich wieder tot. Viel Spaß. Verdammt. Oh! Mann, geht mir doch mal aus der Licht. Den da. Ich sehe seine Kackmütze. Schieß durch deine Beine durch, mein Freund. Ich will deine Eier damit rasieren. Okay. So, das war der letzte Rang. Und natürlich auch den Granatenaufsatz. Klar. War ja logisch. War das ja nützlich. Oh, perfekt. Oh, da kommt man ganz... Oh, sehr schön. Alles weggeräumt. Oh. Ach, du jetzt... Ey. Ey, ich trösch den gleich einer, wenn er das nochmal macht. Wie viele Granaten habe ich denn noch? Ist ja nicht mal meine Feinde. Irgendwo da hinten. Ah, da hinten ist noch was. Vorsicht! Die Kerle haben Sturmgewehre! Oh yes, das möchte ich haben. Das ist hier wie im übrigens wie im Battlefield, wenn man einmal die Waffe kurz aufgesammelt hat. Die Kerle hören nicht auf zu feuern. Ja. Schon. Na, ich hab noch nicht. Ich hab noch nicht, aber dann nehme ich das hier weg. M1 Garant brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das ist ja voll. Genau. Verdammt! Ach Gott. Was, wir benutzen mal das schöne deutsche Sturmgewehr. Ja, na klar! Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, das ist jetzt mal völlig bescheuert. So langsam war das nun wirklich nicht. Das war ziemlich schnell gewesen. Echt brutal stark. Jo, das ist echt gut.
Gewehre, Alter. Ich wette mit euch, dass das echt wenig Leute hatten. Alter Schwede. Die Geräusche, weil es immer leerer wird. Echt nice. Oh, verdammt. Feuer. Ich habe gerade den Nachteil der Waffe. Das ist wirklich so. Gerade den Nachteil der Waffe benutzt. Der Holm. Der darf definitiv bei den STG 44. Darf er nicht kaputt gehen, weil da ist eine Feder drin, der den Holmrückschlag. Oh, hi. Also die Federung dafür sorgt. Oh, verdammt, halt. Ciao. Und wenn der im Arsch ist, der Holm, unten fliegt die Feder raus hinten und dann kann das Ding einfach nicht mehr schießen, wenn die ist. So gut wie die Waffe ja war, das war sie definitiv für den Zweiten Weltkrieg. Oh, hi. Alter, damit näht der hier echt nur noch durch. Das ist eine richtig brutale Waffe. Heute die ganzen Gegner hier, das fand ich cool, deswegen ich jetzt hier nochmal lang gern. Jo. Die Waffe ist gleich mal einmal Level up. Jo, das haben wir, das erste Level up für die Waffe. Und gib mir Kompensator verliehen. Verringert den Rückstoß. Mal hier auch als nächstes gleich rein. Alter. Das ist eine miese Waffe. Das ist aber noch einer. Jawohl. Den hätten wir auch. Wo geht's hier überhaupt hin? Ganz genau. Da drüben ist noch ein Bunker. Ach so. Ach, sind wir jetzt hier Omaha Beach? Nee. Bin verwirrt. Sind wir doch schon im Frankreich? Ach ja, wir sind ja in Frankreich, oder? Schon. Sind wir schon? Ja. Wo kommst du denn her? Wollen wir mitkämpfen? Nein. Die 40 habe ich doch noch. Okay, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten Bunker oder so. Oh, ich würde ja am liebsten jetzt hier gerade nur dauerhaft mit der kämpfen. Aber die MP40 wollte ich auch noch, die Thompson wollte ich auch noch fertig machen. Da fehlt nämlich nicht mehr so viel. Und so mit dem Headshot geht es immer schon ganz gut voran. Wenn ich das öfters mache, ist die Waffe sehr schnell fertig. Okay, wie lang? Habe ich ja eigentlich alles erledigt, wa? Jo. Alter, wie ich hier durchgerasselt bin mit der Waffe. Lass doch mal den Meister. Oh, verdammt. Oh, lass mich. Freunde, aber der Part ist gleich vorbei. Oder er ist vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.